So, ein Optimalfall zum Thema Selbstmanagement. Jetzt geht es ans Eingemachte, konkret ums Thema Selbstmanagement. Bisher ging es jetzt um das ganze Thema, wie nähere ich mich, was sind die Hindernisse, warum fällt es so vielen so schwer, in die Umsetzung zu kommen, eben weil das Warum, die Emotion und der Zusammenhang fehlt im Wissen dazu. Und in der Organisation, im Tagesgeschäft bedeutet das, prüfe, was sind wirklich deine Geschäftsführertätigkeiten. Gerade zum Thema am Unternehmen arbeiten. Du brauchst Zeit für die strategische Weiterentwicklung. Dazu gehört zum Beispiel Fachzeitschriften lesen, Branchenverbände, Branchenverband mal ein Telefonat zu machen im Außen, um dir neue Informationen zu holen. Wissen, Weiterbildung, solche Themen gehören auch dazu. Mentoring, dass du dir einen Mentor oder jemanden suchst, einen Coach, der dich begleitet, auch im Außen für dich Reflexionszeiten zu haben, bedeutet immer wieder neue Impulse reinzuholen in dein Unternehmen. Dann hast du den Themenblock Geschäftsführung, aktive Geschäftsführung. Da kommt es darauf an, wie weit willst du rausgehen aus dem operativen Geschäft und wie definierst du für dich die Geschäftsführung. Das heißt KPIs, Kennzahlen-Tracking, also KPI heißt Key Performance Indicator, Kennzahlen, Steuerung deines Unternehmens. Das heißt auch Repräsentationsaufgaben. Präsenz in Form von Marketing, Fachmagazine, Fachartikel, Interviews geben, Radios, Interviews etc. pp. Und natürlich die Führungsthemen, die du im Optimalfall im operativen Tagesgeschäft abgegeben hast. Und vielleicht, das erlaube ich dir noch, ein paar, drei Prio A Kundenprojekte, wo du sagst, die Themen möchte ich bei mir noch auf dem Tisch haben. Und dann hast du im Idealfall, entweder gibt es die Variante, dass es immer diese Morgensroutine gibt und dann hast du hier deinen Slot, wo du all diese Themen reinpackst. Das Modell, mit dem ich sehr gut arbeite, ist, dass du Content-Blöcke machst in den Wochentagen. Das heißt, zum Beispiel montags ist bei mir der Geschäftsführer-Block. Da geht es um Kennzahlen-Durchsprache. Das heißt, hier haben wir die Bilanz, die Monatsabschlüsse, dann die ganzen Kennzahlen Richtung Social Media, Richtung Kampagnen, Richtung Marketing, dann die Budgetdurchsprachen, ja, also alles, was mit Euros zu tun hat, woraus du dein Unternehmen lenkst und führst. Dann gibt es einen Slot zum Thema Rücksprachen, Mitarbeiterentwicklung, sowas mache ich ganz gern nachmittags. Das heißt, die Mitarbeiter kommen da mit ihren Themen zu dir. Natürlich nicht jeden Tag alle, ne? Sondern du kannst es in einer zweiwöchentlichen, in einer vierwöchentlichen Frequenz machen, je nachdem, wie viele Mitarbeiter oder Teamleiter du hast, Bereichsverantwortliche. Und dann hast du einen festen Slot, wo die hintereinander durchgetaktet sind und dann zweiwöchentlich sich austauschen zum Beispiel oder wöchentlich sich austauschen, je nachdem, wie groß dein Team ist. Dann kannst du noch einen Slot haben, wo du sagst, okay, hier donnerstags haben wir Projektdurchsprachen, das heißt, dein Team, deine Organisation weiß, donnerstagnachmittags werden die Projekte besprochen und dann hat jedes Projekt 45 Minuten Zeit. Und das bekommst du natürlich nur hin, wenn du bestimmte Strukturen in deinem Unternehmen hast, in die reingearbeitet werden kann. Das ist so wichtig. Diese 45-Minuten-Slots bekommst du auch nur hin, wenn du Grundprinzipien und Regeln, Spielregeln in deinem Team verankert hast, wo sie genau wissen, ich muss vorbereitet zum Termin kommen, ich muss wissen, was sind die Eskalationsthemen, Euro oder Zeit ist das meistens Relevanz, Richtung Kundenreklamation oder Kundenzufriedenheit. Welche Triggerpunkte sind wichtig, die mit dir als Geschäftsführer besprochen werden? Ja, das heißt, dein Team muss natürlich diese Prinzipien kennen, vorbereitet sein und auch ganz klar dokumentieren und protokollieren in den 45 Minuten. Was heißt das? Das ist als nächstes umzusetzen. So steuerst du dein Unternehmen am Unternehmen und schaffst für dich ein sauberes Zeitmanagement. Und dann kannst du loslassen. Das ganze Thema Loslassen und Delegieren funktioniert, wenn du eine gute, saubere Führungskultur etablierst, eine saubere Teamkultur, Unternehmenskultur, dann ist es auch leichter für dich, die Dinge laufen zu lassen in der Organisation, dass die Dinge richtig getan werden. Das heißt, zum Thema Selbstmanagement, Zeitmanagement für dich als Unternehmer, definierst du deine ideale Woche, wie ist dein perfekter Ablauf und in diese Slots werden
entsprechend die Termine reingelegt. Im Idealfall hast du noch eine Sekretärin, die das Ganze für dich macht, dass du dich nicht noch damit bemühen musst. Und im Idealfall hast du natürlich so eine Sekretärin, die deinen Kalender verteidigt. Die Kunst ist da natürlich dann auch, wenn du auf Reisen und unterwegs bist, immer die Reisezeiten, Anreisezeiten, Wegzeiten mit zu berücksichtigen. Und ja, so funktioniert tatsächlich auch mein Kalender, so wie ich es in den Vorstandsebenen gelernt habe. Es ist eine komplette Taktung. Und in dieser Taktung funktioniere ich auch in meiner Performance ideal. Ja? Und das muss natürlich erst fürs Team gelernt werden. Das bedeutet, wenn ich irgendwie auf Reisen unterwegs bin, 5 Stunden Zugfahrt habe ich jetzt die Woche wieder nach Hamburg oder Berlin neulich gehabt oder eine Flugreise, dann bin ich am Laptop, dann bin ich inhaltlich in irgendwelchen Themen vertieft. Meistens bin ich dann so tief drin, so okay, zack, wir landen, das Ding muss alles raus, ich muss zuklappen, zack, aus. Und dann muss ich in meinen Kalender schauen, wo muss ich hin? Informiere mich nicht vorher, es interessiert mich auch nicht, wo jetzt Google Maps anzumachen ist, sondern alles klar, ich gehe zum Taxistand, sage dem Taxifahrer, das ist die Adresse und los geht's. Im Idealfall steht auch im Kalender drin, wie lange ist diese Taxifahrt, dass du ungefähr weißt, hätte in die richtige Richtung, passt das ungefähr. Und dann bist du ja meistens schon wieder am Handy auf dem Weg zum nächsten Termin und bist dann pünktlich da in deiner Taktung mit Check-in und so weiter. Das heißt, das muss alles vorher sauber vorbereitet sein und dein Team muss dazu gebrieft sein, dass das funktioniert, dass du dich darauf verlassen kannst. Das ist der Idealfall. Und das ist deine Verantwortung, dein System, deine Unternehmensstrukturen so aufzubauen und zu schaffen, damit deine Mannschaft entsprechend in die richtigen Schubladen reinarbeiten kann. Ich spreche da immer von einem begehbaren Kleiderschrank. Ja, wir wollen ja auch nicht irgendwie einen Klamottenberg haben und uns raussuchen, was ziehen wir an. Wir haben eine Sockenschublade, wir haben eine Hosenschublade, wir haben T-Shirts und dann holen wir uns die richtigen Sachen raus aus den richtigen Fächern. Und so ist es auch für dich im Selbstmanagement einfacher, in der Unternehmensführung, wenn du eine Struktur auch für deinen Wochenkalender, für deine Tagesplanung hast, nach der sich die ganze Unternehmensstruktur richtet. Anderes Beispiel, um hier auch nochmal zu sagen, dass es jetzt wirklich konkrete Handwerkszeuge sind in der Führung. In einem 5000 Mitarbeiter Standort haben wir daraus die Werkscadence abgeleitet. Cadence nennt man das auf Englisch und steht für Herzschlag, Rhythmus. Und der Rhythmus in der Organisation passt sich diesem an. Das heißt, wenn du unterschiedliche Führungsebenen hast, das heißt, du hast Abteilungsleiter, du hast vielleicht Teamleiter und dann kommen die Teams unten drunter, hast du ja Eskalationsebenen und verantwortliche Ebenen, die dazwischen geschaltet sind. Und anhand deiner Cadence findet dann, wenn hier die Rücksprachen sind mit dem Abteilungsleiter, am nächsten Tag beim Abteilungsleiter immer die Durchsprache vormittags mit seinen Teamleitern statt. Und das ist dann die Top-Down-Kommunikation von oben nach unten. Und danach richtet sich dann. Und wenn alle Abteilungsleiter Mittwochvormittag ihre Teamleiter-Rücksprache haben, dann rutscht da auch kein anderer Termin rein. Dann halten sich alle an diese Spielregeln. Und so schaffst du es wirklich, eine kontinuierliche Kommunikation und Delegation deiner Aufgaben in die Organisation reinzubekommen, indem du solche festen Zeitfenster verankerst, einen Rhythmus, einen Herzschlag für die Organisation definierst. Und damit fällt es auch leichter für dich, deine Deadlines, deine Zeitfenster auch richtig einzuhalten und vor allem, das ist die nächste Kunst daran, diese zu verteidigen.